Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conexiles Age of Sorcery, Kapitel 3. Isle of Siptah, habe ich vergessen. Gameplay mit Mods. Und heute gibt es eine Bob der Baumeister-Folge. Und zwar, das ist einer der bevorzugten Spots hier auf der Insel. Ich liebe diese Option hier auf diesen Vorsprung zu bauen, hier Brücke rüberzuschlagen und wenn es irgendwie geht, sogar noch da drüben diesen kleinen Dingsbums auszunutzen. Wollen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen. Ich will nachher dann auf jeden Fall. Mich nicht überladen. Mal schauen, wie weit ich hier komme, ohne dass ich mal salopp gesagt das Cheaten anfange und mich als Admin der Schwerkraft entbinde. So, das ich brauche einen langen. Das ist das hier genau. So. Und da haben wir das Problem. Das heißt, das ist zu niedrig. Wir sind so vom Exile Architect. Das heißt, man kann hier hergehen und sich solche Vermessungslinien aufbauen. Und das werde ich jetzt einfach auch mal machen. Einfach mal, damit ich mal einen Ansatzpunkt habe. Und jetzt gucken wir mal, wenn ich jetzt hier rüber gehe, da komme ich nicht rüber wahrscheinlich, aber bin ich schon höher? Ich will natürlich höher werden wie das Ding. So, es wird's duster, das ist natürlich genau das, was ich nicht will. Ich stelle mal meine Heinze hier ein bisschen auf Wache, weil wenn was kommt, dann eigentlich nur von hier. Damit die mir nicht die ganze Zeit im Weg rumlaufen. Aber der Ambush kann ja zuschlagen, von daher habe ich mir gedacht, nehme ich auf jeden Fall mal ein paar Leute mit. So, jetzt haben wir also hier das Problem. Kommen wir hier rüber mit der Höhe? Oh ja, das sieht gut aus. Jetzt können wir da drüben mal kurz schauen. Ja. Dann machen wir hier einen kurzen hin. Nein. Das ist der rechte Winkel. Man sieht es ein bisschen schlecht von hier. Oh. Ich muss dann relativ früh hier mal ein Gerüst hinbauen, damit man auf jeden Fall hier rüberlaufen kann. So, das sieht gut aus. Dann komme ich hier, bin ich auf jeden Fall höher. Drüben bin ich höher, das heißt, ich habe eine Ebene. Das ist schon mal positiv. Das ist positiv. So, hier sind wir ziemlich auf dem Vorsprung. Okay. Also das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall mal kurz auf beiden Seiten ein Gerüst hinmachen. Damit wir hier sicher rüberlaufen können. So, das hätten wir schon mal geschafft. Und es sieht doch schon so. Und jetzt müssen wir schauen. Entweder wir gehen jetzt hier wirklich ein Stückchen. Ist das alles? Da drüben. Dum, 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 dum. So. Der Weg ist auf jeden Fall richtig. Das heißt, hier können wir
die entsprechenden Fundamente jetzt wählen. Und zwar habe ich hier vor, ganz frech direkt mit richtigen Fundamenten zu arbeiten. Das heißt, ich werde auf jeden Fall. Ah, okay, genau. Muss ich natürlich jetzt hier zur Kollegin gehen. Du hast hier. Da können wir uns jetzt ruhig mal ein bisschen überladen. Das ergibt sich ja dann so. Muss mal schauen. Weiß auch nicht, ob ich das Grundfundament auch nemidisch mache oder ob ich da auf Arena gehe. Das müssen wir mal sehen. Bekleiden müssen wir es eh, weil nur so sieht's blöd aus. Dann würden wir hier den Klassiker machen. Und drüben. So, das ist so der Plan, dass man hier auf der Ebene so diesen Bogen hat. Und so, jetzt gucken wir mal, wie weit wir jetzt hier kommen. Jetzt muss ich erstmal hier die Dings abbauen. Die Menschenlines. Die brauche ich nicht mehr. So. Was eben ein Thema ist, wenn man hier so auf so einem Vorsprung baut, man geht entweder muss man das so planen, dass man keine Überhänge hat, weil es sonst scheiße aussieht. Oder man muss, zumindest meiner Meinung nach, die Überhänge dann aschieren. Das heißt, man muss dann wirklich runterwärts bauen. Die zweite Möglichkeit ist, ich hätte jetzt hier 1, 2, 3 Grundding. Das heißt, wenn ich das beibehalte und hier dann mit Dreiecken rausarbeite, du kommst mal hier hoch. So, den verschieben wir nachher. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Das wäre so das Grundding und man könnte dann hier sich überlegen, den ein oder anderen Erker rauszubauen. Und hier könnte man komplett erkern. Das wäre dann die andere Sache. Dass man hier sagen, okay. Weil dann kommen wir hier raus, seht ihr das? Und hier können wir wahrscheinlich auch noch raus. Machen wir mal die Lampen kurz hier hoch. Die können wir mal derweil hier drüben hinstellen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Da würde ich jetzt schon überstehen. Das lasse ich mal. Ich will jetzt in der Phase 1, will ich jetzt so dich move mal. Ah, ich habe hier noch die Lampe an. Im Pipi-Move. Da nutze ich jetzt die Administratorfähigkeit im Sinne, dass ich das Ding hier locker bewegen kann, weil sonst geht es ja nicht. Jetzt können wir hier auch mal schauen, ob wir hier irgendwo Erkerchen unterbringen. Weil das lockert natürlich dann das Gesamtbild auch ein bisschen auf. Das würde ich zu gerne machen. Uiuiui. Ohne den Perk, dass ich einen Teil meines Schadens auf die Gefährten abgebe, wäre ich jetzt tot. Ich musste erstmal ein Gerüst hinbauen, damit ich was sehe.
Ich will wirklich mal mit diesen. Na. Ach, keine Ausdauer mehr. Okay. Also, das heißt, wenn ich da bauen möchte, dann müssen wir erstmal nochmal gucken, ob wir. Ah, doch, das geht sogar noch. Sehr schön. Sehr schön. Ja, das geht nicht mehr. Seht ihr, das würde schon überstehen. Und ich will das mal alles vermeiden. Also ich will hier wirklich gucken, dass ich keine Überstände habe. Hier wäre es okay, weil ich könnte da noch was drunter setzen. Hier wäre es eventuell okay. Aber, ne. So, dann tun wir den hier mal. Den Lampenheinz. Ich will dich doch bloß bewegen. Wäre doch so nett. So, jetzt gucken wir mal hier. Das können wir wieder wegmachen, wenn es. Das sieht auch gut aus, oder? Ja. Sehr schön. Sehr schön. Das gefällt mir schon ganz gut. So. Das hat ja schon mal was. Wie gesagt, ist ja noch Baustelle. Ist absolut noch Baustelle alles. Deswegen gehen wir mal hierher. Okay, da müssen wir jetzt schon unterfüttern. Nee, da müssen wir noch mal einen draufsetzen. Und dann sind wir. Ach, jetzt kommen. Ab und zu kann ich die Teile nicht in alle Richtungen drehen. Okay, das ist jetzt rein mal nur von der Ausrichtung, damit wir sehen, wohin das Ganze geht. Und ihr seht schon, hier hinten muss ich mich dann entscheiden, ob ich dann wirklich runtergehe und tiefer baue. Ich denke ja, damit es nicht alles auf einer Ebene ist. Und diesen Übergang, da müssen wir mal schauen, den werde ich zumachen. Vielleicht dann in der Etage höher. So, jetzt muss ich mal bloß mal hier weiter vor. Jetzt tun wir hier nochmal den Transportstein moven. Können wir ja. Das heißt, den stelle ich mal hier hin. Und euch stelle ich jetzt auch mal hier hoch. Dann seid ihr aus dem Weg. Und dann kann ich mal. Na? Dann kann ich mal hier weiter vorbauen. So, dann kann man hier wieder mit den normalen Fundamenten arbeiten. Mal gucken, wie weit man. Hier wäre ich so frech, also wenn ich jetzt hier halt. Wenn ich jetzt hier. Ich kann mir schon vorstellen, dass es mit Arena besser aussieht, oder? Das soll ja wie so ein Innenhof nachher geben, aber mal egal. Das können wir nachher immer noch ändern. So, noch ein. Mal gucken.
gucken, wie weit wir kommen, bevor ich sozusagen die Kurve machen muss. Hier würde ich dann eventuell. Hier geht es dann schon los, wo man dann eventuell. Ah, okay, muss ich so machen. Ah, Steine sind ausgegangen. Sehr gut. Oh, das heißt sehr gut. So, dann gibt es mir nochmal 1000. Ich muss kurz mal gucken, welche Ausrichtung habe ich denn hier. Möchte ich nochmal kurz wegmachen. Also links rum, okay. Das ist gut. Das ist gut. Da sehe ich nicht. Da werde ich ganz frech so, weil da habe ich eh vor, eventuell. Okay, Holz brauche ich. Schon Sinn, dann machen wir hier noch kurz fertig. Na, ich habe doch gesagt, die windgeschützte Fackel. Mal kann ich, wenn ich was selektiert haben. Ja, das sieht gut aus. Das sind also Sachen, da kann man jetzt runterbauen, aber das würde komplett im Fels verschwinden. Das ist immer die Frage, brauche ich es für die Stabilität oder nicht? So, da kann ich auf jeden Fall schon mal noch mal einen draufsetzen. Das sind Dings aus. 1, 2, 3. Dann könnte man hier das Tor hinmachen. Jetzt wollen wir mal gucken. Ja, genau. Hier will ich noch. So, und jetzt werden wir. Na, könnte noch eine Reihe geben, oder? Will ich jetzt hier schon schräg. Lass mich mal kurz gucken. Wenn ich jetzt hier schräg arbeite. Ja, ist besser. Ganz langsam muss ich mal überlegen, ob ich das Ganze wirklich auf zwei Stufen Fundamentbasis mache. So, hier könnte man einen Turm nachher rausbauen. So, und das wäre nachher gerade raus.
Was könnte ich wieder sagen? Ich habe eine Idee. So, und hier geht's dann gerade weg. Das wird so eventuell sogar meine neue Hauptbasis, weil ich natürlich hier doch einiges zentraler bin. So, dann tun wir hier mal 500 und hier nochmal die Hälfte, damit ich ungefähr weiß, wo ich dann nachher bin. So, noch Truhen nachher aufstellen und solche Sachen. Hier kann ich auf jeden Fall dann auch noch schräg arbeiten. So, und jetzt kann man hier. Können wir das hier eine Art Keller machen? Ich habe das ähnlich in einem anderen Game auch so. Das heißt, hier unten hat man zwar nicht Platz für große Räder, aber jetzt mit den Käfigen ist es ja überhaupt kein Thema. Mit diesen alternativen Optionen. Man hat ja auch diese Einzelkäfige, die im Battle Pass, glaube ich, dabei waren. So, dann lasst mich mal hier wieder auf die Höhe gehen. So, und hier wäre dann im Prinzip wie so eine Art Verlies gleich am Eingang. Und wir würden dann auf der Höhe das können, wie viel haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre ideal, weil dann könnte ich ein großes Tor platzieren. Nochmal eine Reihe. Machen wir nochmal eine Reihe, damit ich. Mir so ein Gatehouse auch machen kann. So. Ja, da werde ich zum Beispiel, das ist das, wo ich dann sage, da werde ich dann wirklich hergehen und das bis runterziehen. Ich finde, es sieht einfach dann besser aus. Und hier bin ich eher am Überlegen, vielleicht so Rundtürme, die dann bis runter gehen. Auf der und auf der Seite. So, jetzt gehen wir mal hier und machen mal Mauern. Wie gesagt, ich will mal schauen. Zwei, drei. Ja, das muss ich noch mal überlegen. Wie ich das dann ausgestalte im Detail. Sonst war ich auf jeden Fall Deckel.
Ja, muss man auch hübschen. So, und jetzt kommt der Punkt. Ah, wo ich das mit dem Snappen immer habe, das Thema, dass ich will den natürlich auf die Kante haben. So, mal gucken. Das Ding ist normalerweise doch drei breit, oder? Täusche ich mich? Mal auf, machen wir anders. 1, 2, 3. So, jetzt gucken wir noch mal. Ich will bloß mal schauen. Ja, also, und jetzt das Ganze aber noch auf die Kante. Dann bin ich zufrieden. Das ist immer eine riesen Kugelfuhr. Prinzip hier das Tor hin. Ich stelle es jetzt einfach mal so hin. So. Da ist dann das Tor. Aber eben hier auf der Linie. Ich weiß nicht, warum sie das immer so blöd machen. Ich habe es nie kapiert, warum der Hauptsnap-Punkt hier in der Mitte ist. Und dann im Prinzip hier wie so eine Art Gewölbe, Bogen, Brücken, Scheißen, Dings, Drecks, Bums da rüber aufs Festland sozusagen. Und ihr seht, es ist eine riesen Anlage, die man hier bauen kann. Also es ist wirklich toll. Aber warum der schöne Teil hier nicht klappt, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich hier doch noch erstmal Dings hinbauen. Fundamente. Dann probieren wir es nochmal. Keine Chance. Da kriegst du echt die Krise, oder? Ja, ich. Na komm, tu es nochmal hier hin, jetzt ist mir's egal. Ich probiere jetzt was, ich glaube nichts, dass es bringt, aber. Ich verstehe es nicht. Soll ich es halt mal kurz, das heißt kurz, ich muss, da muss ich mir was überlegen, weil das gefällt mir natürlich absolut nicht. Wobei bei dem Tor würde es sich eventuell sogar anbieten. Na, weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. So, und das hier, was ich meinte, war jetzt das, dass ich sage, okay, jetzt gehe ich hierher. Musste ich, das tun wir auch gleich wieder laufen. Das war jetzt bloß, damit ich check, ob es da vielleicht geht. So, und dann im Prinzip würde ich das Ganze so gestalten, dass ich so, dann jetzt muss ich
Erstmal mich rüber cheaten. Eins, zwei. Den weg. Den hin. Den weg. Den weg. Den weg. So, den brauchen wir noch mal. Hier und hier. Und dann. Na. Ah, komm schon. Also, achso, ich. Das war Mauer hin. Ich brauche Mauern, damit ich die. Das sind ja Sealings. Vergisst man immer, weil die ja eine Mauer sozusagen mitbringen. Aber das ist ja nicht eine echte Mauer, das ist ja nur eine Verkleidung. Irgendwas ist uns ausgegangen. Oi, was ist jetzt los? Also dann tun wir hier nochmal gleich aufstocken. Und hier. Ich muss nachher noch so. So, damit ich hier einfach mal rüberlaufen kann. Halt, nee, das will ich eigentlich nicht, sondern ich will eigentlich die hier. Und jetzt kann man. Hier. Dann eben nicht. Okay, das hört sich jetzt Blödsinn. Und so, und jetzt kommt der letzte Bogen. Die tun wir natürlich, aber das kann man gleich mal so zeigen. Die will ich natürlich dann nachher alle hier so verkleiden. Ja, das heißt, dass man da auf jeden Fall ein einheitliches Bild hat. Da ist es dann eh wurscht, was unten drunter ist. Weil das soll ja alles diesen nemidischen Ziegelstil haben. Das sieht doch dann ganz okay aus, oder? So, und dann tun wir hier wieder eins, zwei, eins, zwei. Zwei und dann kommen hier wieder Foundations. Da, wo man sieht. So, und das wäre jetzt, da kann man sich jetzt Folgendes überlegen, weil wir sehen ja hier von der Höhe, ist nicht so toll. Wir haben die Möglichkeit, dass wir. Da können. Ah, nee, das will ich nicht. Dann lieber hier vielleicht schräge Rampen hinmachen. Und hier. Nee, das lassen wir so, das lassen wir so.
So. Da müssen wir mal gucken. Das Land auf jeden Fall. Sehr schön. Und bei sowas, da kann man sich dann zum Beispiel überlegen, weil rein von der Optik her sieht es bestimmt auch nicht uncool aus. Ich mal gucken. Nee, das war's nicht, oder? Mal kurz. Doch. Da ist das Einzige, was mich an diesem Ding nachher stört, ist, dass oben die Musterung anders ist. Na, kann ich die hier drunter? Gibt es da? Ne, da nicht. Ne, da sind wir wirklich satt. Okay. Das sieht zum Beispiel dann auch okay aus, weil es so überbrückt. Das heißt, dann haben wir trotzdem hier diesen durchgängigen Dreierbereich hier. Und den brauchen wir, weil ich werde dann einen Teil der Werkbänke, das wird hier auch so ein Arbeitsbereich werden, denke ich mal. Hier vorne werden, na, das wird hier der Burghof werden. Das ist so der Grundgedanke. Der Burghof. Und hier geht es dann ins eigentliche Gebäude rein. Das heißt, das hier, den Bereich will ich offen halten. Vielleicht hier erst ins Gebäude rein. Mal gucken. Wie sieht es denn hier aus mit Erkerchen bilden? Könnte man durchaus machen und dann halt runterziehen. Mal gucken, wie weit man dann da runterziehen müsste. Hier, das würde noch gehen. So. Was natürlich im Mordsplatz wegnimmt, sind diese Teile. Und da ist die Überlegung, ob man hier an der Seite nicht einen Turm und hier an der Seite einen Turm, der dann ruhig da unten gründet, platziert. Eventuell muss ich hier. Sonst ist zu abgehackt. Doch noch eine Reihe hier hin machen. Ein bisschen runterziehen. Oder wir machen hier die Türme hin. Das wären zwei große Türme. Weil ja sozusagen an zwei Dinger anschließt. Also nicht ein kleiner Turm. Es gibt ja diese Kreise, wo du aus nachher ein Quader, ein Dreieck, ein Quader, ein Dreieck hast. Oder du gehst auf die nächsten Ringgröße. Das ist dann zwei oder beziehungsweise sind ja dann drei Dreiecke. Gute Frage. Das muss ich mir noch durch den Kopf gehen lassen. Ich sage, das sind ja so Sachen, die ich immer mir dann entwickle. Ich kann mal hier mal zumachen, damit ich einfach mal ein Gefühl für die Fläche habe. Das werde ich anders gestalten. Wie gesagt, das wird dann der, wie so eine Art Verlies werden. Ne, das war jetzt gerade Kappes. Halt den da. Na. Den da will ich. Okay. Steine haben wir noch. Nicht mehr viel, aber. Dann haben wir dann 4000 Steine verballert hier.
Wo habe ich jetzt da welche hingebaut? Ich habe da was gehört. Man könnte das dann so machen, dass man sagt, den Außenbereichen machen wir den Arena-Boden. Also hier in diesem Bereich nachher Arena. Das können wir ja Holz lassen, das ist ja wie so eine Art Brücke. Dann hier Arena-Boden und da, wo es dann ins eigentliche Gebäude reingeht, dass man dann da dann den Holzboden macht, das wäre ja okay. Aber wie gesagt, hier bin ich am Überlegen, ob ich nicht eine Reihe runterziehe. Ich gehe mal ganz kurz hier runter. Dann könnte ich aber gerade noch die Reihe auch noch machen, oder? Lasst mich mal kurz schauen. Also mal gucken, wie das aussieht. Ah, doch, das, wenn man das dann verblendet. Das sieht dann ganz gut aus, oder? Hier muss ich noch gucken, ob ich da noch ein Stückchen was fehlt, das Holz. Okay, aber haben wir eh nicht mehr viel, aber ich kann noch gucken, ob man hier das geht, das geht. Das wahrscheinlich auch noch, aber das geht dann nicht mehr, weil da schneidet man dann drüber. Aber ist ja okay, da haben wir hier so eine Ausbuchtung da. Das sieht ganz gut aus. Hier können wir mal gucken. Das geht auch nicht. Dann ist es auch nicht zu symmetrisch, das Ganze. Soll ja ein bisschen sich aus der Ding ergeben. So, jetzt habe ich hoffentlich eh noch genug Zeug, um meine Fackeln aufzubauen. Damit ich beim nächsten Mal hier nicht so im Dunkeln stehe. So, jetzt kann ich noch eine hier vorne hin und dann ist gut. Vielleicht kann ich da. Obwohl, komm, lassen wir es einfach mal so. Doch, sieht doch ganz gut aus schon, oder? Was meint ihr? So rein von der Dings her. Das mit dem Tor, das ärgert mich noch. Da muss ich gucken, ob ich das irgendwie anders hinkriege. Die andere Alternative ist, mit den 2x2 Toren zu arbeiten. Aber möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte hier eigentlich dieses. Ist das überhaupt richtig in der Ding? Jetzt, es war auch versunken irgendwie. Sind wir wieder in der Mitte drinne? Ne, diesmal hat er es gesnappt auf der Kante. Ah, ne, er ist immer noch Mitte. Okay, dann tun wir nochmal weiter hinter. So. Ja, da muss ich vielleicht einfach tausendmal probieren, bis ich das Tor richtig hingesetzt kriege. Ich möchte es, wie gesagt, hier auf der Linie haben. Wird es mich arg stören? Wird es mich arg stören? Jetzt bei dem Baudings wahrscheinlich. Wahrscheinlich eher nicht. Ich weiß es noch nicht.
Doch, wird mich stören. Punkt. So, dann werde ich hier die Dings austauschen. Das werde ich machen. Da müsst ihr nicht dabei sein. Und ja, und dann haben wir hier hinten noch. Das wird ja dann auch noch was. Und da für diese Geschichte, die möchte ich hier. Man könnte ganz frech hergehen und hier bloß ein Plateau hinbauen bis nach unten und den Eingang irgendwie so seitlich und hier genau dasselbe. Nee, das sieht blöd aus. Wo kriegt man die scheiß Teile unter? Oder man geht her und sagt, okay, man macht es oben nachher. Weiß ich noch nicht. So, jetzt tue ich mal auf jeden Fall noch schnell drei Kisten hinstellen. Da sind wir. Und zwar stellen wir die mal hier hin. Damit wir mal alles, was wir an Material jetzt nicht verballert haben, hier lassen. Was hast du noch drinne? Also da sagen wir, hier kommt Baumaterial rein, Punkt. Das ist so, das ist alles Baumaterial. Tja, was haltet ihr davon? Bisher. Wird eine Mordsanlage. Ich hoffe, diese Bob der Baumeister-Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, seid ihr nett, gebt mir einen Daumen nach oben. Würde mich riesig freuen, wenn ihr den Channel schon abonniert habt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Wenn nicht, könnt ihr es euch ja überleben. Oder überleben. Ja, genau, ihr könnt es überleben. Könnt ihr es euch ja überlegen, ob ihr nicht den Channel abonnieren wollt. Dann könnt ihr auch die Bimmel aktivieren und kriegt mit, wenn ich wieder was hochlade. Und ansonsten wäre es einfach toll, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt. Hier in Conan Exiles. Isle of Cypda, Age of Sorcery, Kapitel 3, Gameplay mit Mods oder eben auch Conan Exiles, Exiled Land, Land der Verbannten, Age of a Sorcery, Kapitel 3, Gameplay mit Mods oder in Tipps und Tricks oder in Mods kurz vorgestellt, wo auch immer. Bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen und immer schön gesund bleiben. Tschüss!